Die 17. Auflage des Heilbronner-Trollinger-Marathon am Sonntag. Der Himmel, naja, es regnet ein wenig beim Start zum Halbmarathon, aber die Temperaturen sind optimal für die Läufer. Die Begeisterung ist unverändert groß bei den Läufern. Sie freuen sich auf den Spaß, auf die Action am Rand der Strecke und natürlich auf die große Party im Stadion am Ende. Und wie motiviert man sich für den Trollinger-Marathon? Da hat jeder natürlich sein eigenes Rezept. Ich bin schon mit dem Radl angereist aus Stuttgart und dementsprechend warm und freue mich einfach auf den Lauf. Mit viel Spaß den ganzen Teilnehmern hier mitzumachen und rings um uns Sportler, Freude und Action. Also Fitness, Gesundheit, Bewegung, ja, tolle Leute, tolle Veranstaltung. Viel trainiert und dann gemeinsam losgeht. Also für mich ist es ein Traumwetter. Ich habe mir es seit Wochen gewünscht und es könnte gar nicht besser sein. Ein bisschen unangenehm, Angst vor Krankheiten danach, aber wir sind Sportler, wir gehen da durch. Wir sind Naturmenschen, ich laufe bei jedem Wetter. Und es ist das richtige Laufwetter momentan, super. Normal sind, werden viele Marathonläufer melden wieder um auf Halbmarathon, wenn Witterung nicht mitmacht. Heute ist gerade umgekehrt, heute kommen eher welche zum Marathon wieder, ne? Wenn das Wetter gut ist. Ne? Falls doch ein paar Tropfen kommen, aber das hört ja gleich auf. Das ist nur vorbeugend. Ja, wir wollten jetzt keine Werbung machen, ja, aber es ist ein hervorragendes Teil vom Aldi. Das Beste ist die Stimmung hier, die Organisation ist sehr gut im Vergleich zu anderen Läufen. Ja, und die Stimmung hier einfach mit den anderen Läufern zusammen durch die Weinberge ist super. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, schaffe ich den Berg, den ich gehört habe? Ich bin total gespannt und aufgeregt. Als Lieblingsding? Ja gut, ist natürlich der Hike und klar, ist eine Herausforderung für alle. Ne? Ich bin schon 10 Jahre jetzt am Stück dabei und das ist für mich so meine Strecke, wenn ich weiß, hier geht es über den Neckar noch rein und dann habe ich das Stadion links vor mir. Das ist mein Endspurt, da freue ich mich am meisten. Und der Einlauf nachher ins Stadion und ja, im Grunde eine Riesenparty im Stadion, viele Leute. Der Zieleinlauf. Die Kerrewurst am Schluss. Aber wir dürfen mit den Kleidern nicht. Weil durch das Wetter wird das Kleid ein bisschen runtergezogen und ich glaube, ja, dass wir da ein bisschen Nachteil von hätten. Und euer Marathon ist dann der Medaillenumhängmarathon nachher? Genau, also ich denke, wir haben dann morgen einen schönen Muskelkater, weil die Medaillen sind gut schwer und wir haben ja viele Läufer. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme.